Hallo, sicher ist euch auch schon aufgefallen, dass auf den Ästen noch andere Organismen draufwachsen. Wie hier diese vielen bunten Lebensgemeinschaften, die wir da sehen: gelbe, große graue, kleine graue, braune oder da ganz eng anliegende. Das sind Flechten. Und Flechten ist nicht ein Organismus, sondern eine Flechte besteht aus zwei Organismen, die zusammen diese Flechte bilden. Die bestehen aus einerseits einem Pilz und andererseits einer Alge. Und die Alge hilft dem Pilz, indem sie ihm Kohlenhydrate gibt, und der Pilz hilft der Alge, indem er ihr ein Zuhause gibt. Und vor 40 Jahren gab es hier in München kaum Flechten. Das lag daran, dass durch den sauren Regen einfach die Bedingungen zu schlecht waren. Es ist also ein gutes Zeichen, dass jetzt die Flechten wieder zurückkommen. Allerdings kommen andere Flechten wieder zurück, als wir vor 40 Jahren hatten. Denn vor 40 Jahren hatten wir zum Beispiel diese große Flechte hier, die Lungenflechte. Das ist ein Zeiger für gute Luft und findet man jetzt nur noch im Süden von München. Der Grund ist, dass aufgrund der Abgase und der vielen Verbrennungsprozesse so viel Stickstoff in der Luft ist, dass diese Organismen das dann nicht mehr aushalten und nur diese den Stickstoff aushaltenden Flechten hier wieder zurückkommen können. Sehr schön sieht man das Zusammenleben und das Zusammenspielen auch hier an diesem Zweig. Man sieht, im oberen Bereich ist die Flechte ganz, ganz gelb und hier unten wird sie grau. Das ist eine gute Einrichtung, weil der Pilz macht einen Sonnenschutz für die Alge, damit die keinen Sonnenbrand bekommt. Und der muss natürlich oben viel stärker sein als unten. Und diese Stoffe, die der Pilz produziert, die können auch giftig sein. Das sieht man an dieser Flechte hier, die Wolfsflechte, die man in den Alpen findet. Und die ist früher verwendet worden, um Wölfe zu vergiften. Von daher muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn man Flechten sucht und mit den Flechten arbeitet. Aber die gute Nachricht ist, die meisten Flechten sind ganz ungiftig und ich wünsche euch viel Spaß bei der Suche nach Flechten.